Na, meine Schönen, wir haben heute Mittwoch. Es ist schon wieder ein neuer Vlog, ein neuer Tag, der schon fast rum ist. Ich habe es heute Morgen einfach nicht geschafft, euch mitzunehmen. Mein Stativ macht sich auch gerade selbstständig. Er wandert immer weiter runter. Ich glaube, so ist besser. Könnt ihr mich jetzt sehen, aber so ist doch viel zu niedrig. Egal. Auf jeden Fall war ich gerade einkaufen, wollte euch nochmal kurz zeigen, was ich nämlich geholt hatte. Erstmal habe ich das hier aus meinem Auto von gestern alles wieder runter, also mit hochgebracht. Das war nämlich alles hinten im Kofferraum. Das habe ich irgendwie gestern total vergessen. Und was sagt ihr eigentlich? Obwohl, ich glaube, er ist zu groß für meinen Kopf. Oder muss der so sitzen, dass man den so ein bisschen... Obwohl ich ja sagen muss, ich habe ja im Sommer meistens einen Dutt. Der muss ja hier auch noch reinpassen. Das darf man nicht vergessen. Und hier... Ah! Hier ist ein Band zum Verstellen. Clever. Auf jeden Fall richtig gut. So, jetzt wollte ich euch nochmal zeigen, was ich gefunden habe. Und zwar war ich beim Netto. Ich gehe da normalerweise eigentlich nicht hin, weil Flori den Laden absolut nicht mag. Und ich finde ihn eigentlich auch nicht so toll. Aber naja, ich dachte heute, das Erlebnis, weil man kann ja sonst überhaupt nichts machen, habe ich jetzt hier so ein Eis mitgenommen. Das ist, glaube ich, einfach nur so ein Sorbet. Normalerweise mag ich das lieber, wenn das in so einer Verpackung ist. Aber die hatten da jetzt irgendwie nichts Gutes da. Also keine Ahnung. Und dann habe ich noch ein anderes Eis gefunden. Und zwar hier so ein Skier Himbeer. Himbeer-Cranberry. Da dachte ich, das ist vielleicht auch nicht schlecht, weil ich habe so Bock auf Eis gehabt. Ich weiß nicht, ob das am Wetter liegt. Ich denke mal schon. Und dann wusste ich nicht, was ich heute Abend machen soll. Also gibt es heute Brokkoli-Auflauf. Ich bin gerade nicht drauf gekommen. Ich wollte gerade sagen Blumenkohl-Auflauf. Ich habe mir das jetzt mal hergeholt, sonst dauert das ja ewig. So, und zwar habe ich noch einmal saure Gurken mitgenommen. Auf die hatte ich auch Hunger. Ich weiß zwar nicht, wie ich das jetzt zusammen essen will, weil eigentlich wollte ich erst was mit saure Gurken machen, aber... Und weil ich ganz, ganz faul bin, habe ich jetzt einfach diese Tüten geholt, weil da braucht man jetzt nur, ja, Brokkoli und dann noch Käse. Den habe ich nämlich auch noch geholt. Keine Ahnung, da kenne ich mich auch überhaupt nicht aus in dem Laden, ob das jetzt die Eigenmarke ist oder ob das was Teures ist. Ich weiß es nicht. Dann habe ich einmal diese Soße hier mitgenommen, weil ich dachte, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Und wir grillen ja eh andauernd, also wird es auf jeden Fall aufgebraucht. Dann habe ich noch einen Effekt mitgenommen. Liebe ich, ist eigentlich mein Lieblings-Energy, aber ich bin ja sehr günstig veranlagt, falls das schon jemand von euch mitbekommen hat. Ich glaube alle. Und ich kaufe sonst immer nur das ganz günstige von Lidl, weil das schmeckt mir echt gut. Booster habe ich davor getrunken, aber jetzt im Nachhinein finde ich es doch nicht mehr so toll, das von Edeka. Und ja, eigentlich am liebsten Effekt. Das gab es immer zum Feiern und so, und da habe ich das echt geliebt. Also dachte ich, nehme einen Effekt mit, weil ich keinen Booster mitnehmen wollte. Ich war heute ein bisschen teuer unterwegs. Und dann habe ich noch Möhren mitgenommen für einen Hasen. Das war nämlich eigentlich der Hauptgrund, weil ich nämlich keine Möhren mehr da hatte und auch nichts für heute zum Abendbrot und morgen zum Mittag, weil ich mache hier die doppelte Menge. Ich habe nämlich zwei Pakete mitgenommen. Ich mache nämlich die doppelte Menge, weil dann habe ich heute Abend was. Flori hat morgen was zum Mittag. Ich habe morgen was zum Mittag. Und morgen esse ich dann wahrscheinlich einfach nur Toast und Ei und dann... Sieht das erledigt. Flori hatte sowieso Freitag frei und Freitag waren wir dann noch einkaufen. Und Freitag sind wir auch abends bei Freunde. Da sind wir zum Essen eingeladen. Sie überraschen uns. Ich bin mal gespannt. Da sollen wir nur was zu trinken mitbringen, wenn wir wollen. Natürlich bringen wir was zu trinken mit. Wir kommen nie mit leeren Händen. Vor allen Dingen nie ohne was zu trinken. Nee. Und jetzt räume ich das hier erstmal ein. Probieren wir nachher unbedingt so ein Eis. Und dann will ich eigentlich auch schon bald mit dem Hund los, weil ich heute eigentlich nicht so spät gehen wollte wie gestern. Ich gucke mir hier gerade so die Verpackung an. Und gucke hier so hinten und dachte, hey, steht irgendwas mit Kinderportion? Das hat mich ein bisschen verwirrt. Und auf einmal sehe ich das hier. Mindestens haltbar bis... Wir haben jetzt Ende Mai. Ihr rutscht schon wieder. Ich glaube, ich brauche ein neues Stativ. Huch. Wir haben jetzt Ende Mai. Also ich sag mal, mich stört das jetzt nicht wirklich, aber ich finde das irgendwie doch ein bisschen frech, das zu verkaufen. Oder verstehe ich das gerade falsch? Aber eigentlich mindestens haltbar bis Ende 04/2021. Naja, egal. Egal. Ich gehe jetzt erstmal mit dem Hund. Falls ihr euch fragt, wer noch nicht mit dem Hund war, wir haben es jetzt schon 5:30. Da hinten kommt auch eine schöne dunkle Wolke. Jetzt werde ich aber gleich losgehen, nachdem ich euch was erzählt habe. Weil eigentlich wäre mein Tag heute anders abgelaufen. Ich wäre heute ja eigentlich zum Kieferorthopäden gefahren. Ich hatte aber heute Morgen so gar keinen Bock. Wollte den Termin absagen. Auf einmal sagte mir am Telefon, ja, wir hätten ihn sowieso abgesagt, weil die Chefin ist nicht da, wir hatten keine Telefonnummer mehr von ihm. Da denke ich mir so, die hat irgendwie eine Weiterbildung, das wissen die schon seit Wochen, hat sie gemeint, aber sie konnten mich nicht erreichen. Hätten mir auch einen Brief schicken können. Stellt euch mal vor, ich wäre da extra hingefahren.
umsonst. Aber naja, so ist halt meine Kieferorthopädin. Genau so ist die. Juckt die alles nicht. Naja, deswegen bin ich zu Hause. Aber jetzt gleich nicht mehr. Ich gehe jetzt wirklich los. Ich bin so faul. Was ist mit mir? Ich habe eigentlich mal so viel Zeit, ich hätte schon das Schienenvideo anfangen können zu schneiden. Oder ein Thumbnail bearbeiten. Das musste ich heute innerhalb von 5 Minuten machen. So sieht's auch aus. Aber besser als das Standardbild, was da vorher fertig war. Was ist denn hier los? Was kommen Sie dabei? Ah! Hat er gerade einfach knallhart mit seiner Pfote voll gegen meinen Bauch geboxt? Hä? Du, Schlawino! Ja, du, Schlawino! Voll gegen meinen Bauch! Ich glaube, das sollte eine Anspielung sein, wa? Ich weiß ganz genau, was du mir damit sagen willst, hä? Willst du Stress oder was? Komm her! Willst du Stress oder was? Na komm her! Willst du Stress oder was? Willst du Stress? Oh, du bist eine Nude. Ah! Was ist los? Oh, er ist schon süß. Oh, du bist süß, mein Schatz. Hopst du mich hier übelst an? Hatte ich euch das eigentlich den Tag erzählt, dass ihr mir versehentlich hier... Wartet mal. Ich möchte das mal jetzt so zeigen. Hier unten ist doch so Metall an diesem Griff. Ich streichle ihn so. Er macht seinen Kopf hoch. Ich knalle mit meinem Unterarm voll dagegen und klemme den so ein. Und jetzt habe ich da einen blauen Fleck. Der tut so weh, auch wenn man da so ganz leicht nur über die Haut drüber fest. Die Sonne ist so hell, ich kriege meine Augen kaum auf. Da kommt aber eine fette Regenwolke. Was machen wir denn da? Was machen wir denn da? Gehen wir eine Runde? Na, Marigo. Na komm. Also es sieht jetzt doch ganz schön nach Regen aus. So, ich mache jetzt hier gleich das super coole Essen, weil das muss nämlich noch eine halbe Stunde im Backofen, damit das dann endlich fertig ist, weil wir haben es jetzt nämlich schon, ich glaube, nach 7. Und dann mache ich das jetzt noch schnell fertig. Also zum Abschluss esse ich jetzt noch das Eis. Das schmeckt eigentlich echt gut, aber ich muss sagen, ich finde das doch in der Verpackung irgendwie besser als so im Stiel. Ich weiß auch nicht. Wisst ihr eigentlich, was das Beste ist? Wenn es kurz vorm 9 ist und euch einfällt, dass noch Wäsche im Keller hängt und die eigentlich schon seit gestern schon hätte abgenommen werden müssen. Und man das jetzt macht, weil man morgen absolut keinen Bock hat, weil morgen kommt Germany's Next Topmodel. Und das will ich lieber gucken. Ich nehme jetzt noch die Wäsche ab. Oh, ich habe so gar keine Lust, kann ich euch sagen. Na Bella, chillst du hier bei dem schönen Wetter? Oh, ich hab dich so lieb. Was habe ich jetzt einfach aufgehört? Kleines Zwergkaninchen, was hier kaum reinpasst. Guck dir das mal an. Ja, du. Ich
Ich wollte eigentlich gerade zwei schöne Fotos von mir posten bei Instagram, beziehungsweise in die Story packen. Und ich habe die abgespeichert, wie man das halt immer so macht. Und wollte die dann hochladen. Und die sind weg. Jetzt habe ich das noch ein paar Mal probiert. Der speichert die nirgendwo ab. Er zeigt zwar mal an, dass der die Story speichert. Aber er speichert sie nicht. Jetzt habe ich die App doch mal runtergeschmissen, nochmal neu draufgezogen und dachte, vielleicht hilft das. Hat auch nicht geholfen. Ich hoffe jetzt einfach, dass jemand von euch vielleicht einen Tipp für mich hat, weil das nervt mich. Da muss ich ja jetzt jedes Mal einen Screenshot machen davon. Und eigentlich ging das immer super mit dem Speichern, aber jetzt so toll. Und ich habe mir gerade so eine Mühe gegeben. Also ich habe jetzt nochmal alles im Internet durchgeguckt. Alles, was ich gefunden habe, alle möglichen Einstellungen, alles steht auf an. Ich habe wieder Testfotos gemacht, es geht wieder nicht. Und das nervt mich. Weil ich mag eigentlich so 2-3 Filter bei Instagram echt gerne. Und ich glaube, das geht jetzt schon seit genau einer Woche nicht mehr. Ich weiß nicht, ob nur ich das Problem habe, weil ich habe jetzt auch nichts anderes im Internet gefunden. Mann, dann muss ich wahrscheinlich doch wieder mit Snapchat Bilder machen. Mann, da ist halt ein Filter, der alles so ein bisschen heller macht. Und jetzt hatte ich 2 schöne Fotos und dann... Ach Mann, ich gehe jetzt vielleicht doch erstmal mit dem Hund. Das nervt mich. Mann, ich habe alle Einstellungen, alle Story-Einstellungen, alles steht auf an. Speichern erlauben, automatisch speichern, bla bla bla. Automatisch speichern funktioniert auch. Ich drücke da auch auf dieses Runterladen und dann zeigt mir das auch an, Foto gespeichert. Ich habe das ganze Handy durchgesucht. Ich habe nochmal über den Dateimanager gesucht. Es gibt davon keine Fotos. Da vorne sind 2 Enten. Du bist so gemein! Findest du es? Ach, da. Und komm her! Tja, die wollten nicht mit dir spielen, wa? Komm her! Findest du es? Hierher. Versaufen. Was saufen. Ja, nimm den großen Stock mit. Falls ihr euch gefragt habt, was ich mache, in der Zeit, nachdem ich mit dem Hund weg war, Video schneiden. Wir haben es jetzt kurz vor 7:30 und ich dachte eigentlich, ich schaffe das Shein-Video, bevor Germany's Next Topmodel anfängt. Ich bin gerade bei Minute 7. Hier kann ich euch mal zeigen, ich bin gerade bei Minute 7 und das ist eigentlich nur der Rohschnitt. Also falls ihr das noch nicht gesehen habt, guckt euch das an. Das Video ist auf jeden Fall vor dem Vlog online. Aber hier sind noch die ganzen Dateien, das muss ich auf jeden Fall alles da noch rüberziehen, bearbeiten. Wie lange ist es momentan? 20 Minuten, also ich bin noch nicht mal bei der Hälfte beim Rohschnitt. Oh, ich wünschte, ich wäre da irgendwie schneller oder könnte das besser oder... Keine Ahnung, ich dachte immer, das wäre Übungssache, aber ich glaube, mir ist auch aufgefallen, dass in meinem Programm... man nicht so wirklich Effekte und sowas reinmachen kann. Das ärgert mich. Das heißt, wenn ich Text einblende und möchte, dass dazu ein Ton erklingt, muss ich das beides einzeln machen. Dann hatte ich schon mal überlegt, mir abzuspeichern, dieses von wegen Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren und Instagram, dass man das irgendwie als eine, ja, als ein Video zusammenschneidet, sodass ich das immer in jedem Video verwenden kann. Ich habe es einmal probiert, ich habe es nicht hinbekommen. Da muss ich mich auf jeden Fall nochmal ransetzen, weil das würde mir richtig viel Arbeit ersparen. Weil mir ist aufgefallen, wenn ich das manchmal mit reinnehme, denken da Leute dran, weil ich bin selber leider auch so, habe ich mitbekommen, wenn ich Videos angucke von anderen und auf einmal kommt das mit diesem Daumen hoch, denke ich so, ja stimmt, hast du ja noch nicht gemacht und deswegen probiere ich manchmal auch selber dran zu denken, weil ich sag mal, davon hat man selber nichts, ja, aber es freut einen halt, um zu sehen, hat euch das Video gefallen, hat euch das nicht gefallen. Schlimmer finde ich es, wenn man einen Daumen runter gibt und nicht mal schreibt, was kacke war. Das liebe ich sowieso. Statt dann einfach zu schreiben, was gestört hat. Weil ich sag mal, mir ist ganz oft schon aufgefallen, dass ab und zu geschrieben wurde, die Musik ist zu laut. Wenn ich das schneide, ist die Musik manchmal mega leise. Ich lade das auf YouTube hoch, ich gucke mir das ja dann nochmal an. Kein Problem. Das wird dann veröffentlicht, fragt mich nicht, was dann auf einmal anders ist und die Musik ist total laut. Ich denke mir so, deswegen mache ich das jetzt beim Schnitt schon immer so, dass sie richtig, richtig leise ist, dass wenn ich meinen Laptop auf 100 mache, also auf volle Lautstärke, dass man das so ganz leicht hört und meine Stimme dann total laut
Und dann haut das meistens relativ gut hin. Hoffe ich, denke ich. Keine Ahnung. Naja, ich schneide das jetzt auf jeden Fall weiter. Dann gucke ich parallel Germany's Next Topmodel, mache dann immer eine Pause. Und dann, sage ich mal, sind die Werbungen ja eh total lang. Und der ersten Werbepause führt euch dann ein Hund. Ja, das ist dann heute doch nicht alles so, wie ich mir das gedacht habe. Hilfe, das ist ja jetzt schon so dunkel geworden, als würde jetzt gleich die Welt untergehen. Wir haben es jetzt eigentlich erst kurz nach um 8. Ich habe den Rohschnitt komplett fertig. Ich muss jetzt echt nur noch Musik raussuchen. Und ja, ich glaube nur noch Musik raussuchen. Und nochmal gucken, ob alles in Ordnung ist. Und dann bin ich fertig. Dann kann ich in Ruhe GNTM gucken. Mal gucken, ob ich das jetzt noch in 10 Minuten schaffe. Weil dann könnte das nämlich in der Zeit rendern. Und nachdem ich den Hund gefüttert habe, könnte ich nämlich Urlaub noch machen. Vielleicht. Aber vielleicht auch nicht mehr. Ich glaube fast nicht mehr. Bei GNTM war gerade Romina dran mit Shooten. Ich wollte nur mal zu euch sagen... Prost. Jetzt, wo ich das trinke, ich könnte echt wieder gerne feiern gehen. Manu. Ich vermisse es schon. Ich vermisse es schon sehr. Naja, was will man machen? Auf jeden Fall rendert gerade mein Video. Also ich habe das echt gut geschafft. Dann kann das heute auch noch hochladen. Das eine Thumbnail wollte ich eigentlich nachher im Bett bearbeiten. Mal gucken, wann Flori kommt. Und jetzt wird euch gleich ein Hund. Und jetzt ist Werbung. Ah, jetzt ist Werbung. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns im nächsten Vlog. Ich hoffe, es passiert dann irgendwas Spannenderes mal. Aber ich glaube, momentan ist ja immer noch nicht so viel drin. Deswegen sind es erstmal die Zuhause-Vlogs. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem. Aber ich glaube, wir können ja alle genauso wenig unternehmen. Deswegen, ich gucke momentan auch viele Vlogs von anderen YouTubern. Die sagen dann auch immer, ja, es tut uns leid, dass wir nichts unternehmen können. Aber was wollt ihr machen? So shoppen gehen und sowas ist alles viel zu kompliziert und... Dann bleiben wir halt einmal alle zu Hause, gehen ein bisschen spazieren. Ist doch auch schön, oder? Ich liebe Spazierengehen. Also ich bin echt alt geworden, merkt ihr das? Ich beende jetzt an der Stelle das Video. Ich hätte gesagt, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!